Im Prinzip, dass alles funktioniert, reingelauft, möglichst keine Leute einrennen auf die Strecken. Ja, und dann werden wir ein bisschen was zeigen, Hinterrauffahren, Vorderrauffahren, über die Stirngabe, was halt möglich ist. So Erzbergrodeo und solche Sachen, das sind eigentlich so mein Hauptfokus in das Showfahren. Das hat sich dann irgendwie sukzessive eingeschlichen, sage ich mal, dadurch, dass ich Trial-Background habe und relativ gutes Handling, gutes Motorrad habe, hat sich das irgendwie ganz gut ergeben.